Sacke Combo, Kabe, Kabe, Kabe. Was schnauft denn alles? Ah, ja, das Maul. Ah, jetzt geht's, ha? Gien. Kommen wir durch. Ja, dann kommen wir nicht. Das ist ganz ein Heikle. Du den ganzen Scheiß. Oh, wir bringen es nie an. Okay. Nein, jetzt sag kein Wort mehr. Mach, okay, mach. Okay. Heute zusammen. Das ist aber seit 10 Jahren machen wir so Musik zusammen, ne? Dass das mal ganz kurz. Ja, wow. Jetzt haben wir wieder Ton, oder? Right? Ihr habt wieder Ton. Steady on the left. Steady on the right. Also, wenn der Ton so Ton habt ihr auch. Hört ihr die Musik? Ich bin nicht mehr der Bank, können wir den Link tonen?
1-2, zurück in den Tag. Ey, oh, 2000, was auch immer, man mit 4 in den Rap. Wir hätten so ein Zeug zu erzählen, so ein Zeug zu erzählen. Okay, wir haben lange die Leiter, so ey. Ich bin ready für mich. Was ist das für ein Klub, das wir anzuhören? Ich gehe mit dem Berg fürs Game. Every day, wer am längsten tut, wer hat das Wer aber gesehen? Ja, ich bin bis ins ganze Gott verdammte Nasen. Aber ballen, 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 Es nimmt vor mir nach, mit dunkel vor dem Stoss. Wo man sich nicht hat, der Film am Mond von vorne nach. So was kommt, das ist Rap Shit zum Leben und Hate. Eben gleich der Bringer bist crazy, aber dennoch ziemlich riesig. Hey, doch der Sound mal ein Freeplay. Yeah, das ist mein Way. Und ich kann stammen, mein Mann, mein ganzer Garten eine Dreisch. Hey, du gleich bleibst straight. Yeah, mein Check, 1-2, zurück in den Tag. Hey, noch 2000, was auch immer, man hat vier in den Rap. Mir hat das so viel zu erzählen, so viel Liebe zu geben. Und das hat mich so, ich bin dort gehockt als kleiner, ja, Mini-Di halt so, wow! Und habe das immer wieder zurück gespult. Immer wieder nur den Part wieder hören. Und ab dann, Musik, ja, aber ja. Und ab dann hat es angefangen, dass ich gefunden habe, weisst wie geil, wenn ich das selber würde machen irgendwann. So, hat aber lang gebraucht, ich bin dann auf dem Schule. Die sind alle so ein paar Räder als ich. Alle ein bisschen in Baggies angehabt. Ich habe das dem Vater geklaut. So. Und habe mit denen so gefreestylt, weißt du, auf dem Schule. Aber nicht auf dem Pause, sondern wir haben uns zogen. Wir sind die Lässigen gewesen. Wir sind so wie gerne auf der Schule. Wenn alle anderen gegangen sind, wir sind so die gewesen, weißt du. Und jetzt so retrospektiv sind wir überhaupt nicht lässig gewesen. Wir haben so ein bisschen gewesen. Aber das ist eine lange Zeit, bevor wir uns das war vor unserer Zeit. Ja. Aber es ist so, weißt du, wenn ich an das Feeling zurückdenke, so dass es ist schon fast so eine eingeschworene, geheime Sache war, die Hip-Hop-Sache zu entdecken. Was sind Breakbeats und noch niemand gewusst. Ich habe gewusst, ich will Rap machen, aber ich habe nicht gepeilt, wie kriege ich meine Stimme und einen Beat auf eine CD. Das haben wir, glaube ich, alle gar nicht gewusst gehabt. Ja, voll. Aber das ist, ich glaube, das ist genau das, was früher das... Das ist so das Magische am Hip-Hop. Weißt, wir haben doch alle zusammen nicht den Hauch von einem Plan gehabt, was wir da machen. Aber wir haben es gemacht. Wir sind angestanden und haben irgendetwas gemacht und irgendetwas angefangen zu klappen. Ich bin dann über den Bö, der ehemalige Chill Hill Chiller am Hang, aka der Hip-Hop, neuer Fang. Genau. Wow. Da bin ich vielleicht zu 15 gewesen, also keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mich dann irgendwann mal mitgenommen. Ich bin dissed worden von einem. Ich bin hart. Der andere geht zum Gronk nachher. Der Gronks Glied geht zum Gronk. Du, schau, schlussendlich musst du nicht hin zurück, wo du herkommst. Oder ich meine, voll easy. Genau, so, alles gut, Schwanz sucht Eier. Auf jeden Fall sind wir immer auf dem Schulium um Freestyle gewesen, so wie die Lässigen, gell? Und unsere parfümierte Zigaretten am Rauchen. Da habe ich auch noch ein paar Fotos gemacht. Cool, das wird lustig. Ja, auf jeden Fall hat er mich dann mitgenommen so auf Basel und dann sind wir an der Stadtmauer gewesen. Und ich glaube, von der Stadtmauer werden wir noch ein paar Mal reden heute. Und die Stadtmauer, das ist so the place to be für in uns. In Basel. Ja, wirklich. Es hat viele mega gute Freestyle-MCs gehabt. Leute, die man überhaupt nicht kennt hat. Und ich als kleiner Landwehr... Funky Growbox. Herzlich willkommen, sorry, ich muss zwischendurch unterbrechen. Wir müssen ja auch für den Chat schauen. Der Frankie.
Frankie! Hey, hat mega gefreut, sehr cool! Wir haben das extra gemacht, dass wir auf dem Facebook keinen Ton haben, damit die Leute das sehen und denken, oh, da läuft etwas, genau. Oder? Dass sie dann rüberkommen. Verstehst du? Und es hat funktioniert. Schön, bist du dabei. Ja, herzlich mega. Willkommen. Genau. Ja, wo bin ich da geblieben? Bei den Stadtmauern. Bei den Stadtmauern. Wir sind viel an der Stadtmauer gewesen, haben miteinander gefreestylt, ein bisschen gemütet, ein bisschen getrunken und haben einfach eine gute Zeit gehabt. So. Aber angefangen hat, dass mich der Böse erstmal da mitgenommen hat. Und dann ist dort so, das Landei vom Fricktal kommt in die grosse Stadt. Ne? Basel. Du. Und ich bin da. Wie ist das gegangen? Gar nicht wie die Tremli fahren. Irgendwie so eine Passage hast du gehabt, Ich bin zurück in der Stadt. Ich bin auf der Brücke in der Nacht. Hätte früher zwar nicht gedacht, aber die Stadt habe ich gemacht. Ja, genau. Die Gesichter. An der Stadt, wo hängen so viele Geschichten. Nur ein paar davon kenne ich. Das erste Mal allein am Bahnhof Basel, ohne Ahnung, wie die Huren Tremli fahren. Das ist genau, schön. Ich habe eine Lehre gemacht in Basel. Ich bin da so mit meinen überdicken Headphones, immer ein Blackbook in der Tasche, so 60 XL T-Shirts. Läuft ein klein die 15 in die Stadt rein, so wirklich vom Land. Und ein Bus, wir haben einen verfluchten Bus in der Stunde pro Richtung und es hat nur zwei Richtungen gegeben. So, mega nicht lässig. Und dann kommst du in die Stadt rein, Bus, Tram, Zug, Auto, Mensch, habe ich völlig überfordert. Okay, aber nein, zu dem später. Auf jeden Fall war der Stadtmauer. Und dann war ein Cypher von richtig dopen MCs. Richtig dopen MCs. Da hat es Cyphers gegeben. Einfach so ohne ein Konzert oder sonst irgendetwas. Ja, und dann hat mich der Bö irgendwann so angestellt, du mach. Und dann ist ein anderer MC, ich nenne jetzt seinen Namen nicht. Also, wir sind eigentlich cool miteinander, aber ich weiss nicht, ich finde Pater das ein bisschen so. Schub mich dann mitten in die Cypher rein und ich zuerst mal völlig überfordert anfange zu freestylen. Und ich weiss nicht, vielleicht kennt das der eine oder andere, der Rap macht, wenn du freestylst, dann kommst du manchmal in so eine, ey du bist wie transzendent. Weißt du, du bist so zwischen allem, überall und doch nicht und du weißt gar nicht, was du sagst, aber es float halt irgendwie. Ja, es float einfach. Und ich bin happy. Oder es float einfach irgendwelche Scheiße, das gibt's auch, das bin ich der Fall, weil ja. Oh, Frankie, merci für den Follow! Danke, geil, mega toll. Wow. Ja, erzähl mal bis so in die Zeit, bis kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Weil dann kommt die Story, wie wir zu uns kennengelernt haben. Eine Story zwischen. Und das Mikrofon ist voll genug, Lu. Ich schreibe, weil ich emotional bin. Schau. Eine Story. Du willst es doch auch. Eine Story zwischen. Stress mich nicht an. Was bist du für ein komischer Typ? Wird schon von meinem Dürüm und sich gegenseitig Nummern nicht notieren. Aber zuerst erzähl mal. Erzähl von ja. Das Ganze, wie das mit dem Rap kommt, musst du mich jetzt gerade nachmachen. Du machst mich noch, oder was? Okay, mit Tablet.